Hallöchen YouTube und willkommen zu Sim Airport. Wir haben zum Abschluss der letzten Folge den Ticketbereich vergrößert und schon mit den ersten Umbaumaßnahmen angefangen. Weil das jetzt mit dem zweiten Gate jetzt richtig voll wurde und hat leider nicht mehr ausgereicht. Jetzt haben wir hier 10 Ticketschalter, wo wir jetzt auch noch neues Personal benötigen. Frage ist, wo die jetzt hier schon wieder hinlaufen. Na egal, die finden ihre Arbeit schon. Jetzt brauchen wir erst nochmal hier eine kleine Mauer. Ja, machen wir mal so. Um die Ticketschalter hier von den Automaten ein bisschen zu trennen. Dann müssen wir das Förderband neu verlegen, komplett. So, dann können wir auch gleich wieder neu bauen. Erstmal verbinden wir die, dann verbinden wir die. Dann machen wir so und so. Mal sehen, ob das so funktioniert. Jetzt wird hier erstmal die Mauer gezogen und dann geht's gleich ans Förderband. Oh, jetzt kommen hier schon die ersten Passagiere. Die sind noch nicht fertig mit dem Förderband. Habe ich noch zwei vergessen oder was? Hm. So, die Koffer von hier nach da, von oben hier rüber. Das funktioniert alles, so wie es aussieht. Auch wenn wir hier noch gar keine Verbindung haben. Warum funktioniert das Einfädeln hier nicht so gut? Das verstehe ich immer nicht. Das müssen wir auch nochmal ändern. Und dann nehmen wir mal die Warteschlange hier weg. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Dann stellen sie sich jetzt alle hier direkt davor. Ist ja egal. So, was mit denen hier? Die haben sie auch schon wieder irgendwie aufgehangen. So, machen wir erstmal eine Mini-Warteschlange hier zu dem Ticketbereich. So, sagen wir erstmal Assign. Ich
von jedem Ticketschalter muss man sagen, so von dieser Schlange können die Leute kommen. So, aber was ist denn hier los? Warum funktioniert das hier nicht, ey? Die Automaten hier an dieser Seite, das funktioniert nicht. Die hängen sich hier in der Reihe alle auf. Oh nee. Und die drei Schalter sind hier total überlastet. Oh Mann. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr ID-Checks. Oh nee, ja, das funktioniert nicht. Warum auch immer. Und hier haben sich jetzt auch ein paar Leute aufgehangen. Oh Mann. Oh, in der Statistik steht jetzt auch, wann der eigentlich geplant ist zum Abflug, die Uhrzeit und die Ankunft. Uhr fliegt der ab. Das wurde also auch geändert. So, man kann die ja anklicken und sagen, so, geh nach Hause, hat ja eh keinen Sinn mehr. Warum funktioniert das nicht? Ich verstehe das nicht. Stehen hier Schlange an Schlange. Man kann ja jetzt nicht alle anklicken und sagen, so, jetzt geh nach Hause. Geht das vielleicht besser, wenn die Automaten auf der anderen Seite stehen? Weiß man natürlich nicht. Dann reißen wir die hier nochmal ab. Irgendwie müssen wir ja mal ausprobieren, was da los ist. Und die Alter, die tummeln sich ja alle bei der Passkontrolle. Ein wenig überlastet. ja. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar ID-Checks bauen. Machen wir erstmal auf die Seite. Machen wir da auch nochmal drei Stück hin. Dann brauchen wir natürlich dann dreimal Personal. Das kriegen sie auch niemals weggearbeitet. Oh Mann.
Das war bisher so ein schöner Flughafen. Kaum hat man ein zweites Gate aufgemacht und schon bricht hier alles zusammen. Wie soll das werden, wenn man hier die riesen A320 und wie sie alle heißen, hier landen lässt. Na, jetzt hauen schon wieder viele Leute ab, weil der Flieger gerade losfliegt. Und ja, die an den Automaten, die bleiben da auch dann plötzlich stehen. So, der hat sich aufgehangen hier, der kann nach Hause, der kann nach Hause. So, machen wir noch mehr ID-Checks hier. Machen wir nochmal 6 Stück, um das Ganze jetzt hier mal wegzuarbeiten. Oh Mann, ey, das darf nicht wahr sein. Die müssten doch jetzt mal mit 12 Passkontrollen jetzt endlich mal schaffen, das wegzuarbeiten, ey. Das nächste Problem ist dann hier wieder die Gepäckkontrolle. Und auch die Bodyscanner, da fangen sie jetzt auch schon wieder an zu stapeln. Die Ticketschalter, das scheint zu funktionieren hier mit 10 Stück. Mit den Automaten funktioniert das hier hinten schon mal nicht. Ah, jetzt haben wir mal einen nach Hause geschickt. Dann kommen jetzt mal ein paar frei hier. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie gelöst hier. So, geht nach Hause, geht alle nach Hause hier, jawohl. Ja, jetzt ist ein Riesenschwung hier weggegangen. Oh, vielleicht schaffen wir es ja noch, hier die Aufgehangenen hier nach Hause zu schicken. So, und wie wir jetzt hier weiter vorangehen. Auf jeden Fall müssen wir hier noch richtig was umbauen und vergrößern. Das schauen wir dann mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.